Egal, ob sie Touristenbusse beschmieren oder im Yachthafen Fahrtbomben zünden, die katalanische Jugendorganisation Aran inszeniert sich wie eine Spaßgeria. Logo im Abspann inklusive. Momentan auch sehr beliebt, Touristen, die Fahrradreifen zerstechen. Wer das macht, die Verleiher haben keine Ahnung. Hauptsache, es hört auf. Wir können mit diesen Leuten ja nicht verhandeln. Aber wir sagen der Stadtregierung schon seit langem, dass sie jetzt mal was unternehmen müssen. Was unternehmen? Damit meint er bezahlbaren Wohnraum schaffen für Normalbürger, Luxussanierungen stoppen, den Touristenstrom besser kontrollieren. Denn der Unmut, der sich jahrelang aufgestaut hat, bricht in diesem Supersommer offen aus. Die Touristen können es an den Wänden ablesen. Die wollen uns hier nicht. Fremdenfeindlichkeit ist echt blöd. Ja, wovon leben die Leute dann hier? Nicht? Also es ist relativ wenig Industrie hier in und um Barcelona verteilt. Sollen die Touristen weggeekelt werden? Lokalpolitiker finden, man dürfe die Einzelfälle nicht zum Trend erklären. Der Regierung in Madrid dagegen scheint es schon etwas mulmig zu werden. Mehr als 2,5 Millionen Menschen arbeiten im Tourismus. Er macht mehr als 11% unserer Wirtschaftsleistung aus. Wir müssen auf diese Branche gut aufpassen und sie gut behandeln. Die Regionalregierung der Balearen hat allerdings schon mal die Notbremse gezogen und gerade eine Obergrenze für Urlauber eingeführt. Für illegale Vermietungen drohen außerdem bis zu 400.000 Euro Strafe.